Guten Tag, meine lieben Leute. Hier ist der Gusua wieder am Start. Mit einer, ja, wie soll ich sagen? Nee, nicht mit einer Challenge, sondern einfach mit einem Road to Champ 2, sage ich mal. Ich habe ja jetzt nur noch die 40 Pokale, die ich da noch ein bisschen hochruppen muss. Und dann ist das ja eine geschlossene Kiste hier. Und das machen wir jetzt natürlich auch mal kurz. Ich habe mir ja am Anfang gesagt, oh ja, jetzt würde ich gerne umsteigen auf Riesen. Also mit einer Riesentaktik halt und dachte mir, oh ja, cool, folgendes Ding, aber jetzt habe ich mein ganzes Elix oder zumindest die Hälfte davon in die nächste Kaserne gebuttert und somit passt das natürlich soweit, aber ich habe natürlich das Problem, wenn ich eine Kaserne baue, habe ich natürlich das Problem, dass ich natürlich, momentan sind es sogar zwei Kasernen, dass ich halt mit den Truppen gar nicht hinterherkommen würde und das, darauf habe ich halt auch keinen Bock. Ich muss mal gerade überlegen, ob ich den, nee, den, ha, hätte ich fast angegriffen. Hätte ich fast gemacht. Ich hoffe, die Nebengeräusche sind nicht zu abartig, weil ich habe heute mal das Fenster offen. Weil es halt einfach mal Bullenhitze ist. Und dann hoffe ich, dass es passt. Also wenn hier irgendeiner hupt oder sowas, dann wisst ihr, yeah, das war nicht so gewollt. Ganz klar. Könnte man auch mitnehmen hier. Aber der hat wieder so wenig Gold. Das ist natürlich wieder ein bisschen gay. Mit Adlerartillerie halte ich mich noch zurück. Ich greife aber, wenn sie halt wirklich gut steht, würde ich sie halt auch angreifen. Alleine schon wegen dem zusätzlichen Achievement. Aber wenn die halt eben schön eingebaut ist und ich sag mal, auf der einen Seite ist es Rathaus, auf der anderen Seite ist sie Adlerartillerie, dann ist das nicht so schön. Dann traue ich mich das noch nicht so richtig. Aber ansonsten kann ich halt wirklich nur sagen, feiere ich halt die Bowler hart auf jeden Fall. Und wie gesagt, das in Level 1. Also wie gesagt, ich weiß, das hat ja noch am Anfang echt, ich da schön die Level 1 Schweine gehabt und ich dachte, ich wäre der Oberking. Also ich denke mal auch wirklich mit dem Level 2 Bowler, das wird nochmal ganz, ganz, ganz anders aussehen. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich nice. Auf jeden Fall. Und da kommt mir natürlich der Queen Walk immer zugute, dass ich das damit halt eben schon immer geübt habe sozusagen. Das passt mega gut. Ach so, nebenbei, wenn wir wieder was ausbilden, würde ich gerne wieder Kommentare beantworten. Und dann passt das. Das ist nämlich eine relativ coole Nummer, meiner Meinung nach. Das macht sich richtig gut. Weil, wie gesagt, wenn man sie schon nicht wirklich schriftlich beantworten kann, dann kann man, meiner Meinung nach, das einfach mal in einem Video erwähnen. Das ist nicht schlimm, das tut nicht weh. Und ihr feiert das eigentlich auch. Das finde ich cool. Ah, da ist ja nichts hier. Das ist eigentlich okay. Ich meine, der ist auf Single, das ist nicht so toll. Yeah. Haltet mal das Maul da draußen. Ist ein bisschen laut hier. Wenn ich hier aufsplashen würde, könnte ich hier ran, dann das abfangen. Ja, kommt, Leute. Ganz ehrlich, ich meine, ich muss mich jetzt nur nicht hier, wer weiß wie lange beschäftigen. Mit dem ganzen Zeug hier. Sondern hopp, hopp, Rinnenkopf oder hopp, Haze, rein in die Base. So. Na, einer zu viel, egal. So, jetzt machen wir hier einen Rage rein. Ah, King ist, war Fehler. King hätte noch nicht sein müssen. Aber gut, dann ist der King halt drin. Ich denke mal, sollte jetzt auch nicht so das Problem sein. Der ist ja noch nicht in der Nähe vom Single Inferno. Jetzt aber Single Inferno und King ist away. Auf jeden Fall. Jetzt muss die Queen nachsetzen. Ja, genau. Und das tut sie auch. Passt also hier locker, flockig. Und ich würde gerne schon die 50% noch klar machen gern. Also das wäre schon ganz nett. Das sollte eigentlich machbar sein. Geh bitte weg. Ja, dann bist du halt raus. Dann bist du raus. Da können wir leider nichts tun für dich. Gucken wir mal, ob wir hier die Riesen noch ein bisschen... Naja, Riesen und die Bowler sogar noch. Habe ich jetzt zuvor gar nicht so gesehen. Ja, genau. Geht mal dahin. Zack, weil ich hatte die Mauerbrecher eh noch, also von daher eine ganz coole Geschichte. Und ganz ehrlich, ich meine, ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt hier ein Stern oder zwei Sterne mache. Das ist ja wohl mal ganz klar.
Auch wenn es vom Loot her, klar, Loot, also bonusmäßig ist natürlich trotzdem ein Unterschied, aber auch so ist natürlich eine geile Nummer, wenn man halt einfach mal noch ein bisschen mehr rausholt und dann Tus da hinlegt, umso schneller bin ich halt im Champ-2-Bereich. Das ist natürlich auch cool und umso schneller erhöht sich da nochmal der Liga-Bonus, das ist natürlich auch sehr geil. So, der Rest ist, glaube ich, Pillepalle jetzt hier eine Minute rumzuplänkeln damit. Das ist auch, glaube ich, auch Quatsch. Passt also hier. War nicht doll, aber inklusive Liga-Bonus hat sich's dann gelohnt. Ansonsten hätte ich gesagt, oh, nee, hat sich nicht gelohnt. Aber den habe ich da natürlich schon reingerechnet. Und jetzt weiß ich ja, ich habe noch 6 Mauerbrecher, ganz genau. Und dann brauche ich das natürlich nicht extra nochmal bauen. Zack, zack. Gucken wir mal. Zwei. Einer wird noch gebaut, einwandfrei. Wir gönnen hier der ganzen Mannschaft mal einen Boost. Dass das hier auch richtig schön fluffig vonstatten geht. Die brauche ich nicht, das geht relativ fix. Kein Problem, super, vielen Dank. Und jetzt, ja, das ist Pillepalle. Da fehlt nicht mehr wirklich viel. Passt also. So, und zwar gucken wir in das Video rein. Das ging um die Angriffe, genau. Da schrieb Möse einfach mal Gutes. Und ich wusste gleich, was geht. Und ja, habe ihn natürlich gleich angequatscht und habe gesagt: Ey, wie sieht's aus? Bist du mit Jonathan, also mit Lichtle, auch auf der Gamescom? Und da schrieb er dann aber dann per Insta: Nee, leider nicht. Und ja, mittlerweile auch Nummern ausgetauscht, dass das einfach passt. Und den werde ich aber irgendwann auch nochmal sehen. Das ist eine ziemlich geile Nummer. So, yo, Nigga, was geht? Also, ich erstmal nochmal Special Greetings auf jeden Fall von mir zum Tobias Spirit Hawk, weil der halt wirklich um jegliche Uhrzeit, egal wann das Video rauskommt, auch mal früh um 6, ist er am Start und das haut richtig rein. Das ist natürlich richtig geil. Ansonsten, der, nur mal so nebenbei, wenn einer nochmal sehen will hier, wie einer Clash Royale und eben auch COC-mäßig richtig hart abliefert, ja, könnt da gerne mal bei ihm vorbeigucken. Also ohne Witz, der Typ hat mal sowas von Skill, das tut schon richtig hart weh. Und der hat auch einfach seine Abos auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. Nee, also wie gesagt, bei dem könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Tobias Spirit Hawk. Macht dir nichts draus, Guso kann nicht jeder so einen großen haben wie Mario. Guso, mach mal einen Community-Clan. Folgende Sache. Community-Clan ist gar nicht so verkehrt. Folgende Sache ist die. Es darf erstellt werden. Macht das aber nicht 20.000 795 Mal, sondern erstellt einfach wirklich mal einer einen Keep Calm 2 Clan. Geht darum, dass viele auch geschrieben haben: Oh ja, wir sind aus dem Clan rausgeflogen und warum denn? Oder wir wurden nicht richtig an oder wir wurden nicht angenommen und so weiter und so fort. Deswegen ein Zweitclan. Ich würde mit meinem Zweitaccount da auch öfter mal vorbeischauen. Also würde dann auch beim Eröffnen, nicht eröffnen, aber kurz danach dann halt eben auch joinen, dass ihr da eben auch mit meinem Account so weit abhängen könnt, das ist nicht das Thema. Von daher würde ich das schon gut finden, dass man da einfach so ein Zweitclan mittlerweile doch drin hat, weil, wie gesagt, wir sind hier schon so mittlerweile so, ja, ab Town Hall 10, aber ist doch klar, ich meine, manch einer ist Town Hall 7, Town Hall 6, was auch immer. Und da ist es halt dann schon besser, wenn man da eventuell noch die andere Möglichkeit hat. Klar. Wetten, du antwortest nicht. Wette gewonnen, Junge. Kannst du mal im nächsten Angriff-Video den Clan-Kürzel von dem Clan zeigen? Na, von dem, wie gesagt, bringt nicht wirklich viel, es sei denn, du bist halt gutes Town Hall 10. Aber ansonsten, ich brech mir da keinen aus der Krone. Das ist nur nicht, wer da will. Hier, zack. Bada beam, bada boom, da bist du beim Hashtag. Junge, kein Fanboy. Wir suchen 3-Sterne-Angriff im CW. Wir bilden nicht aus. Ja, also hier, ihr seht selber, steht alles drin, was halt wichtig ist. So.
Das dazu und dann gehen wir auf die Kommentare. Ich verstehe nicht, wieso du im Gegensatz zu anderen Clash-YouTubern nur so wenige Abos hast. Deine Audioqualität. Ja, ich muss auch sagen, also klar, es sei denn, heute ist jetzt durch das offene Fenster. Finde ich auch, ist wirklich die Audio-Quality echt gut, das stimmt. Aber das muss ich auch zu anderen wiederum sagen, weil eigentlich jeder, der so ein bisschen größer mittlerweile ist, sage ich mal, hat eigentlich auch die Kohle in ein entweder Großbrand-Mikrofon reingesteckt oder halt eben sonst ein gutes Headset. Das passt eigentlich, muss auch sein, ganz klar. Also in den 100K-Bereich sehe ich mich wirklich noch nicht. Weil ich habe wirklich, also jetzt ohne das hier irgendwie, oh, schade, schade, sondern wenn ich das halt sehe, wie ich momentan an den 22.000 knabbere und teilweise halt an einem Tag auch mal 19 Abos minus habe, sage ich, sehe ich ganz realistisch die 100.000 nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ganz klar. Wäre mir das egal, dass ich sagen würde, naja, ist doch egal, wie gesagt, dann bräuchten wir darüber nicht reden, weil dann würde es keinen Spaß machen, beziehungsweise dann wäre man auch irgendwo nicht mit dem Herz dabei, wenn man halt nicht besser werden wollen würde. Klar, logisch. Ansonsten, jo, passt das. Finde ich gut. Und wie gesagt, das mit dem Kommentieren, so finde ich ganz gut. Hauptsache Guso redet von lang. Wieso zünden die meisten die Queen und King in den Zeitpunkt, wenn der Minenwerfer schießt? Ist bei mir zumindest nicht absichtlich. Also wenn dann halt eben, also nicht wie früher halt King gedroppt, King gezündet, Spaß dafür. Nee, ist natürlich klar, man muss schon gucken. So, Guso macht lieber mehr Live-Kämpfe, Road to the Titan. Ja, also im Bereich oder beziehungsweise in Richtung Titan gehe ich ja momentan eh. Also in diese Richtung nach oben halt. Wie gesagt, mit dem Aspekt halt, dass ich ja irgendwann spätestens wieder meine Taktik umändern muss, weil ich ja dann gerade hoffentlich mal irgendwann die Bowler upgrade. Dann ist das mit den Bowlern ja wieder weg. Auf jeden Fall. So. Schön, wie du immer erklärst, Guse. Finde ich gut. Ja, vielen Dank dafür. Pixelhai, gutes Video. Kennt ihr coole Clan-Namen? Oh, das gibt richtig kranke Sachen. Also wirklich hier, was weiß ich, hier Barbaras Bananenstube. Naja, das ist ein bisschen zu lang, aber so eine Geschichte. Also manchmal gibt es schon echt krasse Namen, würde ich sagen. Hey, ich wollte dich fragen, als was du arbeitest, also als was arbeitest du eigentlich? Ich weiß nicht, ob du es in Videos schon mal erwähnt hättest. Ja, habe ich. Ich finde deine Videos top, echt super. Mach weiter so bei dir. Macht jedes Video bzw. Spiel Spaß zu schauen. Vielen, vielen Dank dafür, Rocket Nation. Folgende Sache, die. Ich bin im Auftrag der Telekom unterwegs. Also sprich, wenn du deinen Telefonanschluss bekommst, dann stehe ich vor deiner Tür und sage, yo, hier, wo geht's zur Telefondose, wo geht's zum Telefonverteiler? Und dann ist das schick. Dann bin ich derjenige. So sieht's aus. Andere Sache, die würde ich dann, denke ich mal, aber höchstwahrscheinlich im nächsten Video anschneiden. Ja, werde ich wohl machen müssen. Aber ich würde gerne nochmal hier einen Fight machen. Auch wenn das noch ein paar Bowlerchen kostet, beziehungsweise ein paar Gemchen. Ist mir jetzt egal. Ich meine, das war jetzt auch nicht so die Menge. Es sind meine Helden. Ja, genau. Die sind wieder im Po. Die müssen natürlich logischerweise. Ja, komm, die kurz. Die Zeit haben wir auch noch mal kurz. Wird noch mal kurz ein Kommentar vorgelesen und dann passt das. Wenn ich noch eine Loot-Folge mache, ja, also heute, das heißt also die nächsten Tage nicht, weil ich, wie gesagt, erstmal Road to Champ 2 machen möchte, durchziehen will. Und ja, bis jetzt, wir haben es jetzt 20 und noch was, halt mich mit dem einen Pokémon-Video beschäftigt habe. Aber ich möchte euch das auch geben, weil ich finde Pokémon echt geil. Und von daher soll es die Arbeit auch wert sein. Würde mich mega freuen, wenn ein paar von euch bei mir vorbeischauen. Noch einen schönen Tag in alle, die bis hier gelesen haben. An alle, die bis hier gelesen haben. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Man sagt, ey, pass auf, könnt ihr bei mir vorbeischauen. Nicht, gar nicht mal dieses nach
einer Sekunde ist mein Video raus, nach einer Sekunde wird geschrieben, ja, hier, tolles Video und so weiter und so fort, guck mal bei mir vorbei. Wo ich sage, ja genau, du kannst das Video gar nicht gesehen haben, logischerweise. Und sowas ist dann irgendwo geheuchelt. Also das ist dann halt einfach nicht richtig. Und er sagt halt einfach, ey, yo, er ist nett. Und sagt sich halt, gut, okay, komm, wenn einer vorbeigucken will, warum nicht? Ja, vollkommen in Ordnung, sowas passt. Sowas kommt an, meiner Meinung nach, auch bei anderen. Also ist ja nicht so, dass ich euch hier Leute aufdränge. Aber den Lukas habe ich euch schon ziemlich aufgedrängt, Alter. Der musste einfach mal sein. Ja, hey! Fand ich einfach zu geil. Ich fand es einfach total mega. Wir könnten hier rein, aber der Loot lohnt nicht. Der Loot lohnt einfach nicht. Hier haben wir einen. Der hat einfach wirklich gut Loot, hat beide Infernos auf Multi. Das passt also auch ohne Probleme. Und wir möchten den gerne ausnehmen wie eine Weihnachtsgans und gucken mal, dass wir hier so gut rankommen, denke ich mal, das sollte eigentlich ganz gut passen. 1, 2. 1, 2. Und ich sah, mach sogar noch mal hier komplett 1, 2. Und dann schauen wir mal, wie wir hier mit den Mauerbrechern reinkommen. Ob das so gut passt. Ja, das ist einwandfrei. Es läuft einwandfrei. Riesen rein. Queen hinterher und schön den Rage, nochmal den nächsten Rage. Rathaus würde ich mal als durch bezeichnen. Gucken wir mal. Nee, noch nicht. Ja, jetzt hat er, der hatte sich wirklich sehr lange mit den Clan-Truppen beschäftigt. Mal gucken, ob wir hier noch was reißen können. Queen ge-abilitied. Aber die macht, die ist durch, wenn die Queen, die andere gegnerische Queen hier richtig loslegt. So, jetzt ist es mir das echt noch wert, dass ich sage, die Bowler ragen, dass die hier noch schnell fertig werden und halt wirklich die 50% noch einfahren und halt so ein bisschen Pokis da noch machen. Ganz klar. Oh, das ist gar nicht so verkehrt. Was war das bitte? Hin, her, hin, her. Achso, da wollten sie den einen aus der CB noch killen. Na, ich sehe das schon wieder schön, über 60%, einwandfrei. Das ist doch nice. Jetzt natürlich mit dem King halt nicht so toll, klar. Aber setz live. Jo, weg ist er. Also beziehungsweise weg ist der letzte Bowler. Passt aber mit 62% und immerhin 11 Pokis. Ist das noch in Ordnung? Dann sogar noch einen Sternebonus dazu bekommen. Wir sind kurz vor Champ 2. Herzlichen Dank dafür. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Nächstes Mal geht's weiter. Ciao, ciao.